Hallo meine lieben Schweißtick-Freunde, willkommen an die Beschweißshow. Ich habe mir heute überlegt, spontan ist gut, ihr habt euch ja mal ein Video gewünscht, wo wir ein bisschen dickere Klamotten schweißen und dann hat der eine oder andere gesagt, mach das am liebsten mit dem Bernd und da habe ich mir gedacht, ja, das machen wir. Der Bernd, ich weiß, dass er jetzt in seiner Werkstatt ist, wir haben 4 Uhr, aber er weiß eigentlich gar nicht, was wir vorhaben. Wir fahren jetzt darüber, schweißen mal dicke Klamotten zusammen. Und dann fragen wir ihn alles aus, ja. Ich stelle mich quasi wie ein Anfänger hin und sage, Bernd, jetzt will ich hier 12er Flacheisen schweißen, worauf muss ich achten? Ab in die Werkstatt, meine Schutzausrüstung holen und ab zum Bernd. Wo sind wir? Ah, Bernd. Und? Hallo, Igor. Bernd, ich brauche heute deinen fachmännischen Rat. Ich möchte mit dir zusammen richtig fette Klamotten schweißen. Ich habe das den Jungs auch schon angekündigt. Das Thema ist, wenn mich jetzt einer fragt, Igor, du willst jetzt einmal 12 mm Flacheisen schweißen, was muss man beachten? Ich würde natürlich sagen, ja, du musst schauen, du brauchst pro Millimeter 30 Ampere, du solltest vielleicht die Schweißnaht vorbereiten und so weiter und so fort. Relativ oberflächlich. Ich möchte heute etwas ins Detail gehen, vom Schweißfachmann mehr Infos erfahren und ich möchte es hundertprozentig heute richtig machen, plus deine geheimen Tipps, die du für die Anfänger noch hast, wenn es um dicke Klamotten geht. Okay. Bist du bereit? Ja, logisch. Kannst du liefern? Ja. Ja, dann los. Bisschen vorbereitet. Ja, ich sehe schon. Top gemacht. Dann erzähl mal, mein Lieber. So, das sind jetzt noch Überreste von einem Auftrag. Ich habe für eine Firma diese Bleche vorbereitet für die Schweißprüfung in verschiedenen Dicken zum Üben und zum Teil für die Prüfung. Und die habe ich jetzt noch übrig. Und wie Igor dann heute Morgen anrief und sagte, hier, wir wollen gerne mal dicke Klamotten schweißen, da sagte ich, kein Problem. Wir haben noch fertige Rohteile hier liegen. Kann man dazu sagen, dass das dicke Klamotten sind? Ja, wir haben hier 15 mm. 15 mm, ja. Das ist schon ordentlich. Bernd. Das erste, was ich jetzt schon sehe und direkt, meine erste Anfängerfrage wäre, wieso mache ich da diesen Winkel rein? Die sind jetzt vorbereitet für eine Stumpfnaht zu schweißen. Stumpfnaht heißt so. Genau. Und ist dann jetzt so wie beim Millimeter oder 2 mm Blech, wo ich das einfach mit ein bisschen Abstand lege und mit der entsprechenden Amperezahl das durchschweißen kann. Das ist ja bei diesem Material, weil das 10 mm dick ist, gar nicht mehr machbar. Also muss ich da eine Phase machen, damit ich von unten auf eine saubere Wurzel schweiße und dann noch zwei weitere Lagen und dann ist das gut fertig. Pass auf, ganz logisch. Wir haben hier zum Beispiel nicht angefasste Bleche. Ja, wir müssen das so einfach darstellen, weil das ist auch vielleicht nicht jedem klar. Ne? Mhm. Du hast eine Stoßnaht, sagen wir, du hast auch eine Maschine mit richtig 400 Ampere. Nützt ja? Nichts. Und du machst keinen Luftspalt, einfach aneinander und du brätst da drauf los. Von außen würde ein Anfänger sagen, jo, sieht doch zugeschweißt aus, aber du kommst da nicht rein. Und wir reden hier schon von 100% Vollanschluss. Mhm. Und damit wir die Wurzel, diese untere Lage, ja, also du kommst ja mit dem Brenner ja gar nicht so weit rein. Egal wie brutal dein Einbrand ist, so weit kommst du da nicht rein. 1,5 Millimeter, dann ist Feierabend. Genau. Das heißt, es würde hier vielleicht so, ja, das stimmt, ganz genau. Maximal 2 mm ja. Schluss. Aber wir wollen ja komplett durch haben. Wir wollen ja 100% erreichen. Wir wollen 100% Wurzel, Aufbau und so weiter und so fort. Und deswegen geht man ja logischerweise hin und schneidet sich so ein Keil hier rein. Ist doch logisch. Dann haben wir unten die Wurzellage. Dazu kommen wir aber gleich, wie ja, du das jetzt machen zeig willst. Ich euch gleich. Und deshalb macht man ja das. Mhm. Aber nicht nur in Stoß. Das gibt es auch manchmal, wenn man so das Ganze macht. Dann also macht man das auch. Diese Y-Naht, kann man dazu sagen. Y-Naht. Und zwar, wenn das Bauteil hier angeschweißt werden muss, dann macht man auch eine Schweißnahtvorbereitung. Y, wenn man von der Seite guckt, hat man dieses Y-Profil. Da muss man aber trotzdem noch mal ungefähr so 2-3 mm etwas höher gehen, damit man dann auch durchschweißen kann. Und dann ist dann so eine Y-Naht. In vielen Fällen wird es gebraucht, in manchen Fällen nicht. Manche schweißen auch reine Kehlnähte, also ganz stumpf. Je nachdem, wie das Bauteil oder wie es verlangt wird vom Kunden.
Ja. Also man muss definitiv auch hier ein bisschen Abstand halten. Genau, auch hier auch wenn wir, Luftspalt. Genau, ja. Auch wenn wir jetzt hier die Schweißnahtvorbereitung gemacht haben, die eigentlich ja, super ist, lasse ich hier unten trotzdem etwa 3 mm Luft, ja. Damit ich auch eine vernünftige Wurzel hinbekomme. Sonst ist die Wurzellage wieder nicht komplett. Zur Ausführung kommen wir gleich. Ja. Also mach dir jetzt keinen Kopf, wenn du jetzt nicht mitgekommen bist. Wichtig ist, fette Klamotten anfasen, damit du tief genug reinkommst. So. Was man natürlich auch noch machen kann, ist, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das Ganze ein bisschen, also wenn ich 3 mm nicht einhalten kann, weil ich vom Schweißen her nicht ganz so gut bin, dann kann ich auch gerne zusammenlegen. Ja. Schweiße dann meine Wurzel und drehe das Teil dann später rum, ja. Schleife die Schweißnaht aus und schweiße an die Gegenlage. Wir kommen Kehlnaht. Zurück zu der Kehlnaht. Genau. Bei der Kehlnaht würde ich jetzt bei diesem 15 mm Material 220 Ampere nehmen. Entsprechend Drahtverschub, würde irgendwo eine Testschweißung machen und dann wird erstmal eine Wurzel geschweißt. Bernd, tut mir leid, dass ja. das ist jetzt ganz wichtig. Leute, schaut euch das mal an, das müsst ihr euch mal angucken. Also, erstens, was macht der Bernd? Der startet nicht hier. Ja? Der startet schön von der Seite. Warum machst du das? Warum gehst du von hier und dann gehst du rüber? Wieso machst du das so? Jo. Um quasi auch hier schon den Vollanschluss zu haben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier direkt starte, dann habe ich hier eine Stelle, genau. Die ich dann nicht mit erfasst habe. Also genau, deswegen fängt man schon da an. So, kannst du mal kurz deinen Vorgang hier erklären? Das heißt, war das Blech vorher angefasst? Nein. Das war ein Testblech, war nicht angefasst? Nein, okay. War nicht angefasst. Okay, dann. Auf der anderen Seite kann man es sehen. Das war nicht ganz normal. Das war, um sich einzutesten. Ja. Genau, ja. Gut. Dann habe ich erst eine Lage geschweißt. Das kann man jetzt leider nicht mehr sehen. Hier unten eine Lage, also die erste, die Wurzel geschweißt. Ich habe dann an dem unteren Teil von der Wurzel die erste Lage geschweißt und dann nochmal hier oben, also das ist ja eigentlich eh nur zweilagig geschweißt. Man sagt immer, manche sagen dazu drei Lagen, aber es ist in Wirklichkeit nur die zweite Lage. Aha, das heißt die Wurzel zählt nicht? Doch, die Wurzel zählt als erste Lage. Ja. Und die zweite Lage ist erst dann fertig, wenn ich unter, also auf der Wurzel aufgebaut habe, wie wir das gleich machen. Und ich musste dann hier oben noch weiter schweißen, sonst habe ich hier nur hier unten eine Naht liegen. So. Aber werden wir gleich mal zeigen. Das hast du mit 220 Ampere geschweißt. Ich vermute, Drahtverschub lag irgendwo bei 12 oder sogar höher. Ich müsste nachgucken. Machen wir das doch. Komm, wir gucken mal nach. Bei 220 Ampere, mit was für einem Drahtverschub. Weil du hast manchmal Maschinen, da hast du so eine gewisse Synergie und Kennlinien, ja, die dir schon vorgibt, wo du sagst, ich habe so und so eine Materialstärke und dann spuckst du die aus, 200 Ampere, 10 Meter Drahtverschub, so viel Volt und so weiter und so fort. Wenn du keine Kennlinie hast, du hast eine einfache Maschine, dann musst du grob dich auskennen. Das heißt, wenn du jetzt 200 Ampere eingestellt hast, wie viel Drahtvorschub empfiehlt sich bei der Materialstärke dazu zu geben? Und das werden wir jetzt von Bernd erfahren. Also ich habe jetzt mit 6,2 Meter geschweißt. Mit 6,2 Meter? Das kann nicht sein bei 220 Ampere. Huh? Wieso habe ich bei 220 Ampere normalerweise viel... Ich habe da noch zurückgeregelt. Aha. Kannst du mir das kurz erklären? Weil wir haben ja sehr viel Leistung und einen geringeren Drahtvorschub. Ja, ich kann ja an dem Gerät kann ich ja einmal das normale Standardprogramm unabhängig einstellen. Unabhängig einstellen. Auf 0 ist der Standardwert, der werkseitig angegeben ist. Und dann kann ich natürlich beim Probeschweißen, merke ich ja, wie der Draht läuft. Und je nachdem, wie der Strom fließt über die Werkstücke, kann ich da kleine Korrekturen vornehmen. Und eine kurze Frage, was für einen Durchmesser von Draht hast du denn? 1,2 mm. 1,2 mm. Natürlich haben wir bei 1,2 mm niedrigeren Drahtverschub, als wenn wir jetzt 0,8 Millimeter hätten, bei 200 Ampere mit 6,2 würde der Prozess gar nicht zustande kommen. Nein, das wird logisch verdampfen. Gut, schön. Gut, dann haben wir das mit den Teststücken soweit klar. Jetzt würde ich gerne vom Ablauf her dich was fragen. Kannst du die nochmal ausmachen, damit wir diese Hintergrundgeräusche nicht haben? Sehr gut. Okay, Bernd, klar soweit. So grobe Einstellung. Wenn ich das nach allen Regeln der Kunst machen würde, grob, die Wurzel. 150 Ampere. 150 Ampere, Drahtverschub ungefähr. Muss ich gucken, je nachdem, wie es läuft. Ich glaube, wir testen das jetzt mal aus. Okay, dann haben wir unsere Wurzel mit so viel und so viel Leistung, mit so viel und so viel Drahtverschub. Was passiert als nächstes? Erstmal hinten und vorne heften. Hinten und vorne heften, ja. Und dann die Wurzel schweißen. Und dann die Wurzel und dann? Abkühlen lassen. Abkühlen lassen, genau, mache ich sehr oft den Fehler. Zwischenlagetemperatur testen. Zwischenlagetemperatur testen, sehr gut, weiter. Da habe ich ein kleines Messgerät für. Kriegt man im Baumarkt für ein paar Euro zu kaufen. So ein Laser in Infrarot, genau. Weil, wenn warte ich mal ganz kurz. Du hast keine Temperatur, doch,
32,6? Ja, siehst du mal. Du musst zum Arzt. Sollte nicht ein Mensch 37 haben? Ja, innen drin, ja. Musst du auch messen, das ist wärmer. Ha, ich bin heißer, 33,2. Ja. Gut, Spaß beiseite. So, das Problem ist, schweiße ich direkt weiter, ist noch so viel Hitze in dem Werkstück drin, dass ich mir diesen Grundwerkstoff verbrenne. Und das nächste Problem ist, dass meine Schweißparameter, wenn ich direkt weiter schweiße, erstens mal ist das Werkstück viel zu warm, also der Grundwerkstoff verbrennt bei der nächsten Lage und es kann passieren, dass man die Wurzel wegläuft. Durchläuft, wenn es zu viel, genau. Also zu viel Hitze ist. Deswegen muss ich dieses Werkstück ein bisschen abkühlen lassen. Wenn einer kein Temperaturmessgerät hat, einfache Sache, warm, 5 bis 10 Minuten warten und dann mit der Hand gleich testen. Aber mit Vorsicht genießen, mit Vorsicht verbrennt genießen, euch bitte nicht. Vielleicht erstmal mit dem Handschuh. Ja, also, der Handschuh dauert zu lange, bis ihr das merkt. Also schon hier mit der Hand mal langsam. Aber nach einer gewissen Zeit, nach 10, 15 Minuten. Ne? Ja. Also aber trotzdem, Vorsicht walten lassen. Dann haben wir die Wurzel, dann kommt wahrscheinlich bei dieser Dicke eine Zwischenlage oder zwei? Ich gehe mal von einer aus, weil danach gehe ich mit der Ampereleistung hoch. Okay, und dann kommt die fette Decklage. Und dann kommt die fette Decklage. Genau. Würdest du die Wurzel natürlich mit einem völlig anderen Programm machen, mit völlig anderen Einstellungen, ist ganz klar. Ja, klar. Zwischenlage haben auch wiederum andere Parameter und die Decklage hat auch andere Parameter. Mhm. Ich würde sagen, wir haben genug geredet und legen los, Bernd. Mhm. Ja? Ja? Anziehen klar. Bitte. Wunderschöne Schweißtasche, die du da hingezaubert hast. Für unsere Zuschauer habe ich direkt eins gesehen. Erklär mir bitte, Bernd, warum hast du nicht gependelt? Du hast ihn. Doch, ich habe ein bisschen gependelt. Du hast schon fast kreisende Bewegungen gemacht. Genau, ja. Sag mir bitte, warum du das getan hast. Leichte Kreise. Und du hast die kreisende Bewegung so gemacht, ja? Ein bisschen förmig, ja. Okay, warum machst du das? Das halt, jetzt habe ich dich, ha? Jetzt habe ich dich! Nein, er weiß nicht immer auf alles eine Antwort. Nein, stimmt. Doch. Pass auf, schweiße ich einfach stur durch. Ja. Kann passieren, dass ich hier oben und hier unten einen extrem tiefen Einbrand kriege. Also Einbrandkerben. Du verteilst es ich einfach. Ich will das ein bisschen verteilen durch diese Pendelbewegung, durch diese leichte Pendelbewegung. Die sieht jetzt schlimm aus, aber es sind in Wirklichkeit nur ungefähr 1 bis 2 Millimeter. Größer ist das gar nicht. Das sieht man vielleicht von außen, wenn du im Schweißbad guckst, pass auf. Schweiß jetzt nochmal. Das ist vorne wirklich nur 1 bis 2 Millimeter, wo ich das bewege. Mehr ist das nicht. Machst du das nur bei der Wurzel oder machst du... Nein, immer. Immer? Fast immer. Bernd, machen wir weiter. Eigentlich müssten wir jetzt hier nochmal mit der Flex erst sauber schreiben. Achtung! Nicht eigentlich. Dann machen wir das. Dann machen wir das. So, meine Lieben, damit ihr seht, was ich hier für einen Aufwand betreibe, damit wir endlich mal vernünftig den Lichtbogen fangen konnten, habe ich meinen Crystal-Helm auseinandergenommen. Also für die, die es vielleicht mal machen wollen, die vielleicht mal einen Lichtbogen aufnehmen wollen, warum auch immer, baust du eine Kassette aus dem Helm aus, hältst davor, fertig. Wir haben nicht sehr oft mit den Kameras mit Blenden probiert und gemacht, geht auch gut, aber das Beste ist, wenn du eine Kassette nimmst, am besten die von Crystal, weil du kannst klar sehen und man sieht jetzt auch beim Schweiß, ne, wie klar und schön er das zeigt und du siehst alle Farben. Deswegen Kassette, Scheibe, aufnehmen. Endlich haben wir es vernünftig. Jetzt gibt es auch mehr Nahaufnahmen von uns. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Part, wir besprechen dein Ergebnis. Wurzellage, Zwischenlage, Decklage, fertig. Gibt es dann noch vom Schweißfachmann was dazu zu sagen? Wir haben nur zwei Lagen geschweißt. Wir haben jetzt einmal die Wurzel gelegt ja. und haben dann
den unteren Teil von der Decklage gelegt und haben dann hier oben eine zweite Naht. Wenn ich das jetzt hier aufsägen würde, genau, würde ich quasi die Wurzellage sehen, ja, dann würde ich die untere Lage sehen und eine obere Lage sehen. Gut, Bernd, jetzt, wir haben unsere Flacheisenstumpf angepasst und nicht geschweißt. Ne? Lass uns das mal jetzt heften. Heften. Warum heißt das nicht punkten und heften? Das ist Wurst, ne? Punkten, heften. Mein Hefter ist länger. Punkt ist genau. Ein Punkt. Punkt ist Punkt. Punkt schweißen ist klar. Punkt, Punkt, Punkt. Heften ist ein Hefter, es hat länger. Irgendwann, Bernd. Deine Hilfe, 3 mm. Irgendwann, Bernd, wenn ich genug hier gewesen bin. Kannst du auch eigentlich mal schweißen. Ja. Ich wollte was Wichtiges sagen. Aber ich sehe. Ich wollte doch nur sagen, wenn ich genug beim Bernd gewesen bin, habe ich vielleicht meinen Schweißfachmann, oder? Darfst du einen ausstellen? Nein, leider nicht. Aber du kannst gerne dahin gehen, wo ich auch war. Die sind ganz in Ordnung. Ja, ich glaube. Es steht auf meinem Schirm. Die mögen definitiv. Nee, die mögen, ich glaube, die mögen mich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wenn die dich mal kennengelernt haben, dann mögen die dich. Ja, ja, wie kann es anders sein? So. Weißt du, was blöd wäre, wenn ich jetzt meinen Helm anziehe, ne? Nimm den anderen doch. Es gibt doch, warte mal. Han de pensar que estando encerrada. Ab damit. Bernd, darf ich was einwerfen? Ja. Siehst du das auch so, wenn ich längere Bauteile habe, sagen wir mal, das Bauteil ist nachher so lang, ich würde sagen, dass zwei Hefter da einfach zu wenig sind. Dann sollte man in der Mitte, also bei dem jetzt nicht, aber wenn es jetzt länger wird, in der Mitte noch einsetzen, weil ich habe schon klar oft gesehen, egal beim Wigschweißen, E-Handschweißen, durch Wärme zieht sich das Zeug immer zusammen. Ganz unheimlich schlimm. Zusammen, ja. Auch wenn du eine Ecknaht machst, du machst da vielleicht zwei Hefte außen, du fängst an zu schweißen, du siehst, wie das Blech so richtig sich so reinzieht und dann hast du keine vernünftige Außenecke und so weiter. So. Aber hier reichen zwei. Ja gut, manche gehen auch hin und machen es V-förmig. Die machen es hier vorne was schmäler, machen hier vorne so 1-2 mm ja, und machen dann hinten 3 mm. Also dann hat man mehr so ein V und dann das zieht sich unheimlich zusammen. Ich würde... Für die kurze Naht ist das aber so ausreichend. Wenn es jetzt um ein 100%iges Bauteil gehen würde, sollte man sogar diese Starterpunkte ein bisschen ausschleifen. Ne? So ein bisschen wieder Kehle reinmachen oder würdest du das einfach nur sauber machen? Würde ich ein Anlaufblech nehmen, würde ich hier vorne Blech anschweißen. Ja, Anlaufblech. Würde ich ein Anlaufblech machen und dann anfangen zu schweißen. Aber wir tun jetzt hier einfach nur mal zeigen, wie es geht. Okay, 3 mm, ja. Spalt. Oh. Bevor wir das sauber machen, ich denke, diesen Fehler, den Schand, den müssen wir den Jungs erklären. Was ist hier passiert? Ich hatte ein bisschen mit zu viel Ampere gearbeitet. Ich habe mit 150 und habe seitlich zu wenig gependelt, sodass ich in das volle Material gekommen bin. Bin unten an die dünne Stelle gekommen und dann hat es dann durchgebrannt. Durchgefallen, ja, ja. Hier sieht man dann, wenn man aufhört, hier entsteht dann durch die Hitze halt schon ein großes Loch. Ja, eine Öse, deswegen ziehst du immer mit. Ja, genau. Das musst du kontrollieren, ja. Dann, wenn man das schön breit genug pendelt und immer wieder hier drüber schweißt, dann bekommt man eine saubere Wurzel hin. Wir können die auch ruhig mal von der Rückseite zeigen, wie das aussieht. Hier ist die Wurzel. Hier haben wir noch in der Einstellungsphase sauber durchgekommen. Ist allerdings ein bisschen extrem, aber die kann man ja wegschleifen, sag ich mal. Ja. Ist eine sehr gute Wurzel geworden. Also hier war, wie man sieht, einfach zu viel Leistung, zu viel, ja, Draht durchgefallen. Klar, Sack nach unten. Hier hast du die Einstellung noch gesucht. Hier hast du auch gesagt, ey, ist immer noch zu viel. Und dann hast du dich hier eingeschätzt. So. Du hast 102 Ampere und 102 Ampere und 2,4 Drahtverschluss für die optimale Wurzel. Schweiß die bitte zu Ende. Ja. Hier hast du das schön wieder zugemacht. Genau. Wir müssen aber auch hier, wie du gesagt hast, wieder ausschleifen. Ausschleifen, ja. Ausschleifen, wie vorhin. Dann los. Mhm.
wieder bei guten 100 Grad. Kann ich warte noch ein bisschen. Ich habe dich vorhin zu fragen, ab wie viel Grad, wenn ich geschweißt habe, wie viel Grad muss ich es runterkühlen lassen, bis ich weiter schweiße? Also wenn ich so ein dickes Bauteil habe, ich gehe meistens runter auf 80 Grad. Bis auf 100 80 Grad, ja. Warum macht man das eigentlich? Weil wir, wie du vorhin gesagt hast, die Legierungsanteile oder die Beschaffenheit von dem Material einfach verbrennt. Zu heiß. Weil wenn ich jetzt die nächste Lage drüber schweiße, haben wir gleich, ja, nachdem ich aufgehört habe zu schweißen, mindestens 200 Grad hier drin. Ja. Obwohl schon dann ein Teil abgekühlt ist, haben wir trotzdem noch eine enorme Hitze da drin. Ja. Es sind das wird so 6, heiß. 9, das ist nur noch 100 Grad. Ja. 104. Oh. Siehst du, wenn der Bernd arbeitet, dann kommt er auf Betriebstemperatur von 32 auf 34,6. Ja. Und weil der Igor nicht arbeitet, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Ah, ich bin immer heiß, Ich habe jetzt hier bin jetzt die zweite Lage am Schweißen, habe die aber aufgeteilt, habe nur zur Hälfte geschweißt, damit ich halt nicht so viel Hitze in der Werkstatt bekomme und auch nicht so viel Verzug. Deswegen habe ich jetzt erst eine Raube hier geschweißt, mache jetzt sauber, schweiße dann die nächste hier und habe dann eigentlich meine Wurzel, erste Lage und die zweite Lage erst. Und die letzte Lage werde ich genauso machen, sauber ausschleifen und werde die auch aufteilen. Manche gehen hin pendeln, aber dann habe ich schon wieder, sieht zwar einerseits toll aus, wenn ich so eine riesen gependelte Naht habe, aber... Hätte ich jetzt zum Beispiel gemacht. Aber dann habe ich wieder so viel Hitze da drin und je mehr Hitze, desto mehr Verzug. Ja. Ja? Und wenn du jetzt guckst, wie wenig der Blech sich bis jetzt verzogen hat, ja? Wenn du jetzt hier drüber guckst, hier, das ist nicht viel. Guck mal, wie wenig. Ja. Ja? Und darum geht's. Ich brauche keinen, sonst muss ich später wieder richten. Ja. Und wenn ich den Schweißnaht richte, kann sein, dass irgendwo Risse entstehen. Deswegen versuche ich immer so wenig wie möglich Hitze da rein zu bekommen und desto weniger Nacharbeit habe ich. Ja. Sieht zwar cool aus, diese schönen gependelten Sachen, aber Aussehen hat aber mit... Was würdest du sagen, Decklage mit Puls? Nein, Normalstandard. Normalstandard? Ja. Weil ich habe das ein bisschen auch... Ja, ist fürs Auge sieht es toller Auge aus, sieht es besser schöne, aus. Ja. Sieht geiler aus. Klar, sieht geiler aus. Probieren wir auch nochmal aus. Okay. Bin ich aber langsamer. Na. Ja, ist ein Stück langsamer. So. Erst ausschneiden. Ja. Wurzel, erste Lage, zweite Lage und jetzt schweißen wir die Decklage. So. Igor hätte gern gependelt. Jetzt machen wir mal eine schöne große Pendelnaht hier hin. Weißt du, warum ich den Helm auch habe? Wenn du jetzt gleich ein Stückchen geschweißt hast, schnappe ich mir dein Vorgehen und schweiß dahinter weiter. Mach das. Mach mal 2-3 cm und dann. Wie viel Grad haben wir? Ja, immer noch 100. 100. Wir warten auf 10 Grad. Ja. So, ich hoffe, dass das jetzt klappt. So, wir haben jetzt hier das Stück, ignorieren wir. Das haben wir aufgenommen, damit wir die Nahaufnahme haben. Und durch diese Brennerposition haben wir die eine Flanke halt nicht ganz mitgenommen. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Wir wollen jetzt hier noch ein Stückchen schweißen. Wolltest du noch was dazu sagen, Bernd? Ne, du wolltest ja ganz selber mal ausprobieren. Genau, aber es ist immer noch heiß. Ja, testen wir. 160. 170 fast. Wir warten. Warten noch ein bisschen. Warten. Warten. Ich würde gerne noch was ausprobieren. Das gefällt mir sehr. Das ist ein schönes Muster rein, gell? Ja. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe bei dir gesehen, du bist einfach hin und her gependelt. Du hast quasi wie so eine Schlange hin. Also ich habe jetzt eigentlich so geschweißt. Genau. Rüber, so. Genau. Ein Stückchen vor, dann wieder hier aufgefüllt, wieder ein Stückchen vor, dann wieder zurück. Immer ein U. Ja, fast ein U, ein großes C. Ja. Ja, und seitlich ein bisschen abgeknickt. Ja. Genau. Ich habe ein bisschen, weißt du, das kommt auch bei mir vom Weg. Ich gehe relativ in der Mitte schnell rüber, bleib hier stehen. Genau, habe ich gesehen, ja. Baut sich auf, wupp, zurück, baut sich auf, wupp.
und dann macht er mir halt, ich meine, optisch sieht das natürlich ein anderes Muster. Genau, aber ich würde gerne noch was probieren. Mal gucken, ich glaube, das wird nichts, aber ich probiere es. Warte kurz. Kannst du auch achten schweißen. Ja. Ich habe vergessen, dass du hast ja den Viertakt dran. Ja, also Achter, das ist Achter Pendel ist ein bisschen schwierig, weil weißt du warum? Weil du bist ja langsamer unterwegs und du baust zu viel dann auf, ja? Wenn du einfach rüber pendelst, läuft es immer noch am besten. Ja. Zum Beispiel wie hier. Ich pendel doch mal hier gerade drüber. Ich will das jetzt schön machen. Vergiss immer, dass du im Viertakt bist. Na gut, jetzt habe ich das halt, war ja keine ebene Fläche, haben wir ein bisschen aufgebaut. Ja? Also von Schönheit brauchen wir jetzt hier nicht reden. Ich denke, also mir gefällt besonders dein erster Part. Ja, Bernd, das hast du hier gut aufgebaut. Und der Bereich. Auch dein erstes Stück, ja. Genau. Also das erste Mal hat es am besten geklappt. Hier ist es natürlich nicht so schön geworden, weil da war ja ein Teil schon fertig. Ja, ja. Und dann, ja, wir können das natürlich jetzt alles viel schöner machen. Aber ich denke, wir haben eine hundertprozentige Durchschweißung, wir haben eine Wurzel. Okay, das ist jetzt, ich muss ehrlich sagen, das können wir schöner. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Bernd, kommen wir zum Fazit für unsere Anfänger. So, was können die Jungs mitnehmen? Wenn die dicke Sachen schweißen wollen, bitte unterbreche mich oder ergänze mich. Erstens, Vorbereitung ist wichtig, Anfasen ist wichtig. Nicht so hastig, erst die Wurzeln machen, abwarten, abkühlen lassen, Zwischenlage, schleifen. Schleifen, sauber machen. Metallisch blank, dann wieder die nächste Lage oben drauf. Wieder sauber abwarten, machen. Genau, wieder sauber machen. Und wenn das mal nicht immer so gerade läuft, das ist ja auch nicht so schlimm. Du schleifst ja wieder aus und machst wieder. Genau. Ja? Und deswegen mit Geduld geht das, genau. Mit Geduld rangehen und fertig. Ich habe heute sehr viel für mich mitgenommen, Bernd. Ich habe das Thema mit der Temperatur, das habe ich früher nicht beachtet. Mhm. Abkühlen lassen, ganz wichtig. Ich denke, da werden die Ergebnisse auch besser. Und was würdest du noch? Ich würde noch jetzt gar nicht so hoch gehen mit den Amperen. Wir haben jetzt hier maximal 170, 180 Ampere geschweißt. Dadurch haben wir ein, das dauert zwar ein bisschen länger dann, ja. Aber wir haben dadurch, wenn man hier guckt, einen relativ geringen Verzug. Hier haben wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Verzug, wo wir auch ein bisschen rumgefuddelt haben. Ja, wir haben viel rumprobiert. Aber, ja. Anders, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt beim Schweißen, hat man einen geringen Verzug, man muss wenig nachrichten. Ja. Was man auch noch machen kann, ist, wenn man die Wurzel nicht ganz so sauber erwischt hat, wie jetzt hier. Immer noch heiß. Heiß, man sollte die Zange nehmen. Ja, 180 und mehr. Man kann hier nochmal ausschleifen und dann hier die Wurzel nochmal gegenschweißen und dann hat man noch weniger Verzug im Bauteil drin. Und was man gesehen hat ist, man sollte warten, bis das Werkstück kalt ist, sonst verbrennt man sich nämlich die Finger. So meine Lieben, und hiermit kommt das Wort zum Sonntag. Wir wünschen euch was. Bis dahin. Ciao. Macht's gut, Jungs. Tschüss. Es kommt noch was von Bernd. Also unterstützt uns, schreibt einen Kommentar und wir machen geile Videos für euch. Macht's gut.